Willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass du dabei bist. Wir sind bei Foxtail. Wir spielen die hübsche junge Füchsin Lea. Und in der letzten Folge haben wir uns ja hier in der Werkstatt umgesehen. Und hier gibt es ein paar interessante Sachen, die werden wir uns später nochmal anschauen. Aber ich habe ja gesagt, wir versuchen mal, ob wir den Schlüssel mit diesem Schloss hier benutzen können. Sieht so aus, als habe mir Opa sein Tagebuch hinterlassen. Sehr gut. Warum wohl, so frage ich mich. Wie dem auch sei, das ist nett von ihm. Auf jeden Fall, das scheint hier auch ein Bestandteil dieses Inventars zu sein. Komisch. Da wurden ja Seiten herausgerissen. Das ist nicht gut. Ach je. Alte Einträge. Das sieht aus wie von Alone in the Dark. Ja, es ist vielleicht was off-topic mit Alone in the Dark, aber ich habe von Stay Forever den Podcast mir angehört. Und obwohl Alone in the Dark wirklich ein schreckliches Spiel ist, so wie es ja auch manchmal von den beiden da erzählt wurde, haben die es echt geschafft, mir das wieder so schmackhaft zu machen, dass ich da nochmal reingucken werde. So, ich würde sagen, machen wir eine Lesefolge. Wir lesen uns das mal durch. Es sind immer ein paar Seiten rausgerissen, das hatte die Lea ja gesagt. Schauen wir mal, ob uns das irgendwie weiterhilft. So. So, haben wir uns doch darauf geeinigt, ins Dorf zu ziehen. Eine ruhige, friedliche Gegend, alles, was das Herz begehrt. Grauschweif, mein Unikollege, hat uns auf ein günstiges Grundstück in seinem Heimatdorf verwiesen und es hat sich als sehr gemütlich erwiesen. Gestern meinte Grauschweif, es gebe eine Lösung, hat mich mit Fachwort Schatz bombardiert. Ich habe kaum die Hälfte davon verstanden. Was zählt ist, dass es eine Lösung gibt. Wir werden morgen gleich losziehen. Das ist wirklich ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, wegen den vielen Seiten vermute ich mal. Seit unserer Rückkehr ist schon über eine Woche vergangen und er verschanzt sich nur in seinem Haus, das wahrscheinlich jetzt abgebrannt ist. Unsere große Mission hat sich nun schon über Jahre hingezogen, da fällt eine Woche mehr auch nicht mehr ins Gewicht. Aber die Ungewissheit bringt mich noch um. Wir sind heute in eine weitere Reise angetreten. Noch viel weiter diesmal bis jenseits des Sees. Der hiesige Wald ist zwar schon uralt, erstaunlicherweise gibt es aber auch hier Siedlungen. Grauschweif hat zu einer alten Dame am Fluss gesprochen. Bis in den Abend hinein. Dort haben wir dann übernachtet. Morgen werden wir uns auf die Rückkehr machen. Okay, Grauschweif. Ich hoffe, das ist dieser Korsak. Ich weiß es aber nicht, aber werden wir sehen. Inzwischen gehen wir schon wöchentlich Kräuter sammeln. Aha. Grauschweif versichert mir stets, dass wir kurz vor der Lösung stehen, doch scheint sie mir mit jedem Tage immer ferner. Seit 2 Monaten schon hadert er, die richtige Formel zu finden. Okay. Feuer. Oh, jetzt kommt es zu der dramatischen Stelle. Alles ist niedergebrannt und er hat es kaum mitbekommen. Er meinte, es werde halt in den alten Bau seines Großvaters ziehen und einen Tag später zerrte er mich zurück in den Wald. Hat was von den Minen jenseits des Sees erwähnt, aber ich kann noch immer nicht glauben, dass ihn das Gesehene so peripher tangiert. 6 Monate harte Arbeit niedergebrannt in nur einer Stunde. Wir haben nun fast eine Woche in den Minen verbracht, aber es hat sich gelohnt. Wir sind mit 9 Zutaten zurückgekehrt und 2 Tage später stattete uns Grauschweif einen Besuch ab. Er überreichte uns das ach so lang erhoffte Geschenk. Später erklärte er mir, dass es nur eine vorübergehende Lösung sei. Es gibt also noch eine Menge Arbeit zu tun. Dennoch brachte diese Lösung mehr als alles, was wir über die Jahre probiert hatten. Grauschweif schlägt eine Wanderschaft in den Bergen vor. Auch ich habe von der alten Dame gehört, dass es dort im Gebirge einen Tempel geben soll. Aber das alles kann ich nur schwer glauben. Nicht, dass ich keine Lösung finden wollte, aber zum ersten Mal in all diesen Jahren können wir doch tatsächlich das Leben genießen. Ich denke darüber nach, mich auf einen Flughafen näher am Dorf versetzen zu lassen, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen zu können. Und so wie es aussieht, bekommen wir wohl bald Nachwuchs.
Okay. Das heißt also, er ist der Pilot. Und es geht auch nicht weiter. Da endet das Tagebuch. Sie bekommen Nachwuchs. Da bin ich mal gespannt, wer das sein soll, weil wir sind ja die Enkel. Oh, was für eine Lösung. Und wer soll dieser Grauschweif sein? Da sind echt eine Menge Seiten herausgerissen worden. Das frage ich mich allerdings auch, warum sind da Seiten herausgerissen worden? Aber na gut, man weiß es ja nicht, ne? Zeitung? Würde ich gerne mal lesen, die Sachen hier. Kann ich das so machen? Ne. Da rein? Okay, geht auch nicht. So. Dann gehen wir mal raus. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter hier umsehen, was zum Beispiel hier in dem Keller. Also ich vermute mal, dass es ein Keller ist. Oder eine Hobbithöhle. Ja, es ist sehr dunkel hier drin. Aber wir können die Lampe nicht benutzen. Diese Lampe hat leider kein Öl und auch keinen Docht. Gut. Das kriegen wir auch schon relativ bald hin. Eigentlich sollte in einer Werkstatt auch so etwas vorhanden sein, würde ich sagen. Wir gucken nochmal ganz kurz hier in die Schublade. Ich habe echt keine Lust, zu Korsak zu gehen. Okay. Warum nicht? Wo ist der Schlüssel? Okay. Welch ungebührlicher Mangel an Tee. Klicke ich mich selber an? Ah ja, tatsächlich. Hätte ich doch nur selbst ein bisschen Tee oder Kaffee mitgebracht. Naja, gut. Einfach nur hin und zurück und dann gibt es Tee. Okay, witzig. Ich mag sowas, wenn es mehrere Antworten gibt zu einer Sache. Denn das macht das ganze Spiel etwas abwechslungsreicher. So, da ist ja genau, da ist es sehr dunkel drin. Hier geht es nicht weiter. Geht es hier oben lang? Ne? So, die Wäsche. Können wir nicht benutzen. So, Bank. Die Bank ist noch ganz feucht vom Morgentau. Auf eine feuchte Bank setze ich mich lieber nicht. Okay, können wir es hier öffnen? Nee. Da weht der Wind. Meine Kehle ist ganz trocken. Ein Kübel frisches Wasser wird schon das Bett machen. Ja, wunderbar. Ich dachte eigentlich, das geht gar nicht. Oh toll, einfach großartig. Irgendwer wird das jetzt wohl wieder in Ordnung bringen müssen. Und ich weiß auch schon, wer hier irgendwer ist. Durst habe ich jetzt aber immer noch. Ja, und das sind wahrscheinlich wir, die das in Ordnung bringen müssen. Ich habe hier was gehört, so ein Kritzel und es blinkt ganz doll. Wir schauen mal rein. Der Brunnen. Da will ich nur mal Wasser schöpfen und stattdessen zerstöre ich den Brunnen. Das Seil ist gerissen und der Eimer ist hinabgefallen. Das muss ich wieder gerade biegen. Man kann doch nicht ohne Brunnen im Dorf leben. Ich kann Oma doch nicht zumuten, fortan bei den Nachbarn um Wasser betteln zu müssen. Ja. Gut. So, wir wollten dann nochmal in die Werkstatt rein. Um nach Öl und einem Lampendocht zu suchen. Aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen.